Libidoverlust ist etwas, was in unserer Gesellschaft als nicht normal angesehen wird. Und es gibt ja noch so ein paar Ausnahmen, wann wir sagen, okay, es ist doch normal. Und diese Ausnahmen sind meistens in den Wechseljahren. Da sagt man, da kann es zu Libidoverlust kommen, wenn du die Pille nimmst. Und dann vielleicht auch noch, wenn du gerade schwanger bist. Dann kann man auch sagen, okay, da ist die Libido phasenweise nicht so gut. Wenn du aber eine junge, gesunde Frau bist, sagen wir mal unter 40, dann stellt sich für dich wahrscheinlich die Frage, ich habe keine Lust auf Sex, woran liegt es, was kann die Ursache sein? Ich bin noch nicht in den Wechseljahren, ich bin gerade nicht schwanger, ich nehme auch keine Medikamente, ich habe die Pille schon lange abgesetzt, woran liegt es bei mir? Und da findet man dann meistens gar nicht mehr so viel. Das Problem, was dahinter steckt, ist, dass die meisten Frauen das Gefühl haben, sie sind nicht normal. Sie denken, mit ihnen ist etwas nicht normal, denn sie haben ja keine Lust auf Sex und als junge, gesunde Frau sollten sie einfach so Lust auf Sex haben. Und da ist schon mal der erste Denkfehler. Denn dass du denkst, du solltest einfach so Lust auf Sex haben, ist falsch. Lust auf Sex ist nichts, was einfach so da ist und was einfach so kommt. Und auch wenn du Mitte 20 bist, jung bist, fit bist, vital bist, ist es vollkommen normal, wenn du in deiner Beziehung keine Lust auf Sex hast. Denn Lust auf Sex ist nichts, was einfach ist, ist nichts, was einfach so da ist. Und nur weil viele Menschen gerade am Anfang der Beziehung viel Lust auf Sex haben und denken, das müsste so bleiben für den Rest ihres Lebens, heißt es nicht, dass mit dir was falsch ist, weil es jetzt nicht mehr so ist. Tatsächlich wäre es korrekter zu sagen, es ist normal, keine Lust auf Sex zu haben. Lust auf Sex zu haben ist die Ausnahme. Und Lust auf Sex zu haben ist auch immer mit viel Arbeit verbunden. Da wir das aber nicht wissen, da die meisten Frauen das nicht wissen, da sie so nicht denken, denken sie dann, mit mir ist was falsch. Ich bin jung, ich habe noch keine 5 Kinder, ich bin auch nicht in den Wechseljahren. Was ist hier los? Und da kann ich dir schon mal sagen, du bist vollkommen normal. Das Problem, was auftritt, ist dann, weil diese Frauen denken, ich bin noch nicht in so einer Phase, denken sie, bei mir müsste es dann an irgendwas anderem liegen. Mir müsste irgendwas falsch sein, es müsste irgendwas Besonderes sein bei mir. Und das liegt auch daran, dass wir noch nicht verstanden haben, was die Ursachen von Libidoverlust am häufigsten sind. Denn Libidoverlust wird immer noch als körperliche Krankheit angesehen, als was, was nicht stimmt, was auf der körperlichen Ebene ist. Das kann man daraus schließen, dass wenn du zum Beispiel Libidoverlust oder sexuelle Unlust googelst, dass die Ursachen dafür meist körperlich sind. Das sind dann Medikamenteinflüsse, die Pille, die Wechseljahre. Und das, was dir vorgeschlagen wird, ist auch meistens auf so einer Ebene. Das ist dann sowas wie, hey, setz die Pille ab, guck, wie du vielleicht andere Medikamente loswirst. Manchmal ist es noch sowas wie Stress im Alltag, lass den Stress gehen. Aber das war's. Und die meisten Frauen, die keine Lust auf Sex haben, wenden sich auch erstmal an ihren Gynäkologen oder ihre Gynäkologin. Und auch diese Person sagt ihnen meistens, ich habe keine Ahnung, bei ihnen sieht hormonell und so weiter alles tipptopp aus. Sie sind ja auch jung, also es müsste eigentlich funktionieren. Das heißt, wir denken immer noch, es gibt da körperliche Ursachen für. Es sind aber meistens mentale Ursachen. Es sind meistens psychische Ursachen. Libidoverlust ist was, was andere Ursachen hat. Und weil wir das nicht wissen und nicht klar haben, haben wir dann das Gefühl, haben diese Frauen dann das Gefühl, mit ihnen ist irgendwas nicht richtig, mit ihnen ist was falsch. Wenn wir uns einmal anschauen, was die Ursachen sind, dann findet man ganz schnell heraus, dass es da ganz viele Bereiche gibt, an denen du vielleicht merkst, okay, daran liegt's. Es kann zum Beispiel sein, dass es deine Beziehungsdynamik ist. Die kann in jeder Lebensphase schwierig sein, was Lust angeht. Es kann in jeder Lebensphase sein, dass dir Nähe fehlt. Es kann auch in jeder Lebensphase sein, dass dir Aufregung fehlt und dass die Beziehung einfach langweilig für dich ist. Es können mentale Aspekte sein, dass du dir Druck machst, dass du das Gefühl hast, du musst performen, du musst was leisten, du musst jetzt Sex haben, obwohl du eigentlich nicht möchtest, um die Beziehung nicht zu gefährden. Das ist auch was, was in jeder Lebensphase auftreten kann. Es kann die gelebte Sexualität sein, ja. Es kann also sein, dass die Sexualität für dich einfach nicht so berauschend ist, weil ihr nicht die Dinge macht, die du richtig gut findest. Weil du gar nicht weißt, was du im Bett eigentlich richtig, richtig gut fändest, worauf du Lust hättest, was dich erregt. Es kann auch sein, dass du dich körperlich unwohl fühlst, dass du sagst, ich finde mich nicht schön und will mich deswegen nicht zeigen. Oder dass du dich nicht wohlfühlst, weil du keine Ressourcen hast, dass du gestresst bist, dass dein Alltag zu viel ist. Und es kann sein, dass
es auch einfach die Alltagsstruktur ist, dass du dich zu wenig mit dem Thema Sexualität beschäftigst, dass Sexualität zu wenig Raum hat, dass da einfach zu wenig Energie reinfließt, sodass die Lust auch nicht einfach so entstehen kann. Das heißt, all diese Ursachen, die ganz ausschlaggebend für Libidoverlust sind, die werden meistens überhaupt nicht behandelt. Und deswegen ist es für mich immer wieder so überraschend, dass Frauen denken, mit ihnen ist was falsch, und dann rede ich mit ihnen eine Stunde und merke, wie ihr Alltag aufgebaut ist. Und für mich ist ganz klar, dass unter diesen Umständen, in dieser Beziehung, mit dieser Belastung, mit dem und dem Körperbild, eine Person keine Lust auf Sex haben kann. Das heißt, es ist vollkommen egal, wie alt du bist, ob du Anfang 20 bist, ob du Ende 60 bist. Libidoverlust ist immer was einen guten Grund hat. Und dieser gute Grund ist meistens nicht so leicht zu finden, wenn man diese leicht zugreifbaren Quellen konsumiert, wenn man im Internet guckt. Und was ich dir jetzt an die Hand geben kann, ist, dir zu sagen, völlig egal wie alt du bist, schau dir einfach nochmal in Ruhe das 7-Ursachen-Modell an. Dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich dir da. Und dann wirst du herausfinden, warum du keine Lust auf Sex hast, und du wirst dich auch ganz normal fühlen. Und dieses Modell ist nicht für irgendeine Altersgruppe, egal wie jung oder wie alt du bist, es trifft immer zu, weil Libidoverlust eben nichts ist, was nur in einer bestimmten Lebensphase auftritt oder was total komisch ist, wenn du 20 bist oder wenn du 30 bist, sondern es ist was immer auftreten kann, was immer berechtigt ist und was man immer lösen kann. Man kann Libidoverlust in jeder Lebensphase auflösen, denn wenn man die richtigen Ursachen kennt, wie in dem Modell, dann kann man gucken, was ist da und wie kann ich diese Ursachen beseitigen. Wie kann ich mehr Lust auf Sex haben? Wenn du dabei meine Unterstützung willst, dann melde dich gern für ein kostenloses Erstgespräch. Dann reden wir zusammen eine Stunde und finden heraus, was sind bei dir die Ursachen und was sind die ersten Schritte, die du gehen kannst, um wieder Lust auf Sex zu haben. Den Link dazu findest du ganz oben in der Videobeschreibung, und dann freue ich mich, ganz bald von dir zu hören.